Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht Autophorie mit mir, Fabian. So, ich bin immer noch mit dem Auris unterwegs und heute testen wir mal die Fahrleistung, denn Toyota gibt in diesem wunderschönen Buch an, dass der Auris Hybrid ähnliche Fahrleistung wie ein konventioneller Kompaktwagen mit einem 2 Liter Dieselmotor hat. Das werden wir heute jetzt mal austesten. Wir haben dazu einen Wagen einer nicht bekannten Firma mit einem 140 PS Dieselmotor mit Doppelkupplungsgetriebe. Und wir werden mal sehen, ob der Auris da mithalten kann oder sogar schneller ist oder langsamer. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was passiert. So, wir sind wieder zurück von unserer kleinen Testfahrt und wie ihr auch schon gesehen habt, überraschenderweise oder für mich überraschenderweise hat der Auris ziemlich gut mithalten können. Das heißt, Toyota hat nicht gelogen, sondern eigentlich auch das Richtige gesagt, dass die Fahrleistung mit einem 2 Liter Diesel übereinstimmt. Einzig und allein bei unserem kleinen Test von 70 auf 120 ist er ein bisschen hinterhergehängt, aber hat sich immer noch im Rahmen aufgehalten. Also Daumen hoch für den Auris.